sind nun mal in Heracleion angekommen. Das Wetter ist eigentlich ganz gut. 26 Grad zeigt es an, beziehungsweise hat man uns gesagt. Ja, wir sitzen hier und warten auf das Auto. Ja. Das Auto haben wir bekommen. Gebucht haben wir eigentlich Opel Corsa. Wir kommen Hyundai. Was wir gerade machen, ist ein normaler Check und Umlauf. Mal das Auto anschauen von außen, das ist sowieso absolut empfehlenswert, bevor man das Auto annimmt. Okay, jetzt muss ich dann weiter. Greta begrüßt uns mit sehr, sehr warmen Außentemperaturen. Wir sind sehr erstaunt darüber, da noch vor ein paar Stunden waren wir in Deutschland und hatten Temperaturen um 0 Grad. Das Auto steht uns 14 Tage zur Verfügung und wir sind dadurch natürlich sehr, sehr flexibel. Das Geschäft mit dem Autoanmieten auf Kreta läuft natürlich ganz gut, so wie in jeder touristischen Region. Man kann natürlich sehr schnell auch vor Ort das Auto mieten. Wir sind gewohnt, unser Auto immer von Deutschland aus zu buchen. Und das empfiehlt sich auch wirklich, da man das Auto viel günstiger bekommt und Konditionen kann man natürlich selbst wählen, genauso wie die Gesellschaft, bei der man das Auto anmietet. Hi. Erster Eindruck, Zimmer ist ganz gut, gefällt uns, geräumig. Das einzige Manko, was uns eingetroffen hat, gerade eben ist Stromausfall. Und ja, die ganze Küste angeblich hat keinen Strom. Jetzt wissen wir nicht, was sollen wir machen. Wenn wir zum Essen gehen, dann werden wir wahrscheinlich auch nicht bedient. Aber Salat können wir schon bekommen. Ja, vielleicht Salat kriegen wir. Mal sehen. Aber ansonsten ganz gut. Gefällt uns. Also die Aussicht ist bombastisch. Die Aussicht ist bombastisch. Wir waren noch nie auf Kreta und wollen die Schönheit der Insel so viel wie möglich zu erkunden. Aus diesem Grund haben wir zwei verschiedene Unterkünfte gebucht. Erste Woche verbringen wir in der Ortschaft Bali. Schönheit Balis liegt in ihrer topografischen Lage. Vier kleine Buchten vereint zu einer. Besonders schön ist Bali in Morgenstunden, wenn alle Leute noch schlafen und das Meer ruhig ist. Thank you.
ein sehr interessantes Phänomen. Nach dem Regen, das ganze Wasser ist den Berg runter geflossen und dann in diese Rücke hinein. Und so hat sich das Wasser verfärbt. Da sieht man ja ganz tiefe Schleife nach hinten. Na, guck mal was an, ja. Das ist so viel Verkehr hier. Gleich am nächsten Tag wollen wir die Region um Rethymno erkunden und fahren nach Westen. Das ist die B90. Sie ist die wichtigste Ader, da sie ja Westen mit dem Osten verbindet. Wir sind in der Stadt Rethymno. Da gibt es angeblich eine Altstadt. Wollen wir schauen. Ja, die Stadt ist da nicht klein. Verhältnismäßig ca. 35.000. Rethymno liegt zwischen den größeren Städten Kretas. 60 Kilometer von Iraklio und 45 östlich von Kania. Das Zentrum und der historische Kern der Stadt liegen auf einer felsigen Halbinsel. Was auch noch interessant ist und sehr auffallend ist, hier trägt kein Mensch eine Maske. Weder medizinisch noch FFP wie in Deutschland ist. Ja, aber schlecht ist es nicht. Ich meine, es ist angenehm, wieder mal ohne Masken rumzulaufen. Griechenland hat für die Touristen die Beschränkungen aufgehoben bzw. gelockert. Aber trotzdem, tja. Ganz im Hintergrund, da sind schwarze Wolken über die Berge, da ist unser Hotel bzw. unsere Unterkunft. Und hier ist es aber sehr, sehr schön. Bei uns hat es geregnet, stark geregnet. So sind die Unterschiede auf einer Insel. Also ich weiß nicht, wohin kann man mit dem telefonieren, aber das steht nun mal da. Und ich glaube, das ist sogar funktionsfähig. Oder? Jetzt weiß ich wieder, vorhin habe ich gesagt, dass da kein Mensch Maske trägt und so weiter. Aber jetzt fällt es mir ein, nach Kreta darf man gar nicht einreisen, wenn man nicht geimpft oder genesen ist. Ja? Also 2G-Regelung. Deswegen sehen wir hier eigentlich Menschen ohne Masken. Ein Straßenmusikant ist immer interessant. Man hört in den Liedern die einheimische Kultur heraus. Ich glaube, das ist ein Bauer, der sich seinen Lebensunterhalt mit kretischen Liedern ein bisschen aufbessert. Schließlich ist das Leben für die Einheimische nicht einfach. Musik.
Natürlich, Rethymno ist eine Touristenstadt. Sehr viele interessierte Touristen laufen durch die Gassen der gepflegten Stadt. Man kann hier gut essen und schön die Zeit verbringen. Und am nächsten Tag planen wir schon unsere weiteren Aktivitäten. Es gibt nicht weit von Bali ein Kloster. Da wollen wir hin. Und so sieht es im Landesinneren von Kreta. Mein Navi sagt, hier darf man 90 fahren, aber da fährt doch kein Mensch 90 hier. Wir sind gerade mal 50, okay, etwas schneller geht es auch. Die Straße ist kurvig, aber es ist wunderschön. Nicht weit von Rethymno, mitten in einer wunderschönen Landschaft, befindet sich ein Kloster mit dem Namen Arkadi, der Legende nach eine sehr wichtige Rolle im Kampf gegen das Osmanische Reich gespielt hat. Ein unfassbares Ereignis geschah hier in der Nacht vom 7. auf den 8. November 1866. Während des Kampfes um das Kloster befanden sich noch zahlreiche Soldaten sowie Frauen und Kinder im Innen. Um den Feind nicht lebend in die Hände zu fallen, entschieden sich die Belagerten zum Äußersten. Sie zogen sich in den Raum für das Schwarzpulver und sprengten sich beim nächsten Angriff in die Luft. Die Explosion war so heftig, dass sogar die Decke des Raumes abstürzte. Bis auf ein Mädchen hat die Explosion niemand überlebt. Auch viele angreifende Osmanen wurden getötet. Die Kammer, in der die Tragödie geschah, steht immer noch ohne Dach. Eine Abbildung des Moments der Sprengung als Memorial erinnert an die Heldentat. Des Weiteren kann man die Klosterkirche besuchen und Kerze stellen, sowie die interessanten Bücher und Schriften in Altgriechisch in den Ausstellungsräumen betrachten. Angeblich war die Klosterkirche bis zur Einführung des Euros auf dem 100-Drachmenschein abgebildet.
Was soll man dazu sagen? Kreta, 16. Oktober und wir haben draußen so ein tolles Wetter. Nicht wahr? Sehr schön. Es gibt noch Kloster am Meer. Einzige kulturgeschichtliche Sehenswürdigkeit von Bali ist das Kloster Johannes Prodromos. Ja, das war ein Tier. In der Zwischenzeit hat sich das Wetter ein wenig verschlechtert und wir entscheiden uns, die Fahrt in Landesinnen zu unternehmen, zu einem Wasserreservoir für die ganze Region. Wir sind gerade auf einem künstlichen See, heißt Potanom-See. Das ist der Reservoir für die ganze Region, Rezimno, an Süßwasser. Und angeblich in den 60er Jahren wollte man noch das fertigstellen. Jedoch, das hat sich so weit hinausgezögert bis 2008. Erst in 2008 hat man mit Geldern von Europäischer Union hat man das zu Ende finanziert. See ist groß. Und ja, nutzt seine Sache für die Region, was sehr, sehr wichtig ist auf Kreta. Es regnet hier gerade mal vielleicht ein, zwei Monate und danach gar nicht mehr. Und das Ganze wird dann hier gesammelt und von hier nehmen die Menschen ihr Wasser. Trotz, dass der See künstlich entstanden ist, haben sich zahlreiche Vögel hier angesiedelt. Es gibt Fisch in dem Wasser. Der Potanomsee war ziemlich schnell erkundet, aber der Tag war noch lang. Und so entschied uns, nach Süden zu fahren, eventuell Südküste auch zu besuchen. Also die Straße ist wunderschön. Ich meine, wo sieht man denn noch sowas? Sind wir bald auf der Normalstraße. Dummerweise sind wir in einen Sturm geraten. Also wirklich ein Sturm mit Hagel und Platzregen und Sicht unter 50 Meter. Deswegen haben wir uns entschieden, ein bisschen abzuwarten. Und ich glaube, wir waren nicht die Einzigen. Ja, jetzt ist ja ein bisschen besser geworden, aber vorhin bei den Kurven auf dem Berg, das hört man ja noch, dass es hagelt. Wer hätte das gedacht, ja? Und ein Platzregen. Von den Bergen kommt so viel Wasser runter, da denkst du, es werden bald Flüsse zusammenkommen. Ja, das ist die Natur, das muss man in Kauf nehmen. Notfalls, so wie wir, dann abwarten und dann weiterfahren.
Was? Was ist los? Was ist, das für Gemeinde? Pantanasche. So viel gebaut. Vor allem so hoch. So sieht Kreta aus. Wunderschön. In diesem Licht. Licht und Schatten. Und nun fahren wir weiter Richtung Süden. Wir wollen versuchen, erstmal auf die normale zentrale Straße zu kommen. So ist der Plan. Mal sehen, ob es uns gelingt und was wir dabei sehen. Unterwegs im Landesinnern von Kreta, da kommt man ab und zu an den Stellen, egal zu welchem Wetter. Da möchte man nur noch schauen und genießen. Auf Agios Pavlos trifft man phänomenale Felsen. Bunte Schichten im Stein können Geologieinteressierten sehr viel über die Entstehung der Insel erzählen. Neben dem Strand sind auch zwei Tavernen vor Ort, in denen man sehr lecker essen kann. Ein fantastischer Ausblick im Süden von Kreta. Agios Pavlos sieht man von hier. Ganz schön. Dieses Licht- und Schattenspiel. Farbenreiche. Lena, ich glaube, wir müssen. Wir müssen jetzt durch die ganze Insel durch, quer. Das heißt über die ganze Berge hier und durch das Schlechtwetter. Aber das schaffen wir. Das schaffen wir ohne Probleme.
Bali, sowieso müssen wir durch Bali fahren. Nun ja, Bali ist ein kleiner Ort. Aber wenn man durch Bali fährt, da denkt man, man fährt ziemlich lange, bis man auf die Hauptstraße kommt. Und den ganzen Weg, den fahren wir jetzt gemeinsam durch. Achtung! Fertig? Los geht's! Naja, wenn wir so fahren, dann wird das ja wirklich sehr, sehr langer Weg. Und sehr, sehr langes Video. Ich denke, wir beschleunigen ein bisschen. Okay, ab hier mit zweifacher Geschwindigkeit. Da fährt man, das wird immer noch zu lang, denke ich mal. Wir beschleunigen noch ein bisschen. Ab jetzt mit vierfacher Geschwindigkeit. Erst jetzt kommt man eigentlich zum Bali. Wir beschleunigen nochmal. Sonst dauert es zu lange. Tja, so lange muss man durch Bali fahren, wenn man Richtung Heraklion fahren möchte. Wir sind in dem Dorf Marulas. Im Reiseführer hat es gestanden, das ist sehenswert und angeblich typisch von Kreta. Sollte man unbedingt besuchen. Nun sind wir hier und schauen, was wir vorfinden. Ja. Viele Haustiere, Katzen und Hunde. Sehr verspielt. Wer hier wohnt, der hat einen bombastischen Blick. Also das ist echt super. Jetzt, wo die Sonne da ist, da spürt man wieder die Wärme. Also ich denke mal, wir werden auf jeden Fall noch warme Tage hier erleben auf Kreta. Der Eintrag über das Dorf Marulas im Reiseführer lautet: Ein malerisches, mittelalterliches Dorf an einem Hang oberhalb der Bucht von Retimno auf Kreta. Was soll man noch dazu sagen? Das stimmt auch. Das haben wir selbst gesehen. Wir laufen gerade zur Taverna Katharina hier in diesem Dörfchen und laufen immer höher und höher. Und sowas treffen wir vor. Sehr schöne Gassen. So urig, so ursprünglich gehalten. Ja. Gerade eben haben wir gegessen bei dieser Katharina Taverna.
Und also das Essen an sich war sehr, sehr lecker. Allerdings, was uns nicht so gut gefallen hatte, wir glauben, man hat uns versucht, mal reinzulegen wegen den Preisen. Ja, ja, letztendlich glaube ich, habe schon mehr bezahlt, als wir bestellt haben. Aber ich wollte ja keine Szene machen und so. Und deswegen habe ich bezahlt, aber kein bisschen Trinkgeld gegeben. So ist es eigentlich nicht okay. So, man fühlt sich irgendwie verarscht. Ja, ich denke, das ging ja so richtig um 3-4 Euro, was er uns mir berechnet hat. Aber ja, ich hätte ihm auch so gegönnt, hätte ihm so gegeben, aber in dem Fall hat er eben kein Trinkgeld bekommen. Also wir laufen gerade jetzt mal einen Berg hoch in der Hoffnung, dass wir ganz, ganz schöne Aussicht bekommen. Wir wissen nicht, wohin der Pfad führt, aber ich denke, das führt irgendwo hier zu einem bombastischen Ausblick. Und das stimmt auch. Also wenn ich jetzt von hier aus schon mal sehe, sehr schön. Wir machen auf jeden Fall auch das Tor zu nachher. So wie es hier steht, please close the door. Machen wir ja. Zack. Zack. Es ist bestimmt dafür gedacht, dass die Schafe hier nicht reinspazieren können. Warum ist hier alles so weiß, geweißelt? Und immer wieder Kreuz, immer wieder Gottes Segen. Die Griechen sind ja orthodox, sind da ziemlich religiös. So mitten im Nichts, ganz oben plötzlich mal so eine Laufbahn. Auf jeden Fall, dieser Weg führt zur Taverna. Weil so eine abgelegene Taverna, die muss bestimmt was ganz reizvoll sein. Die Taverna ist doch offen. Tatsächlich sind ja auch keine Gäste da. Aber ja, jemand ist da drin. Und wenn wir jetzt noch Hunger hätten, hätten wir bestimmt auch was zum Essen bekommen. Also hier ist es absolut traumhaft. Ich denke mal, mit so einer bombastischen Aussicht das Essen zu sich zu nehmen, das ist schon mal was Besonderes. Man hat es nicht jeden Tag, hundertprozentig. Und der Ausblick ist folgender, guck. Die gucken sogar die Sterne, wie klar. In der klaren Nacht, da steht ein Teleskop. Für die interessierten Gäste zeigen sie auch Himmel über Kreta. Also das ist echt, echt was Tolles hier. Wenn wir bei Katharina nicht gegessen hätten, möglicherweise hätten sie was für uns gezaubert. Die lassen ihre Tomaten auch gleich hier wachsen, ja. Ist auch praktisch. Kann man da ein paar Tomaten kaufen? Da ich weiß auch nicht. Da vorne laufen Hühner. Also die Wirte, ja, die haben uns gut empfangen hier. Sogar so eine Frucht gegeben zum Probieren. Das ist eine Feige, eine Art Feige, aber die Feige ist nicht so wie bei uns in Deutschland.
Aber das Wichtigste ist die Aussicht von hier. Das ist ja, ja, bombastische Aussicht hier. Genau, dann haben wir die Biotomaten noch genommen. Sollen wir vielleicht noch mehr nehmen? Nee, das reicht ja uns. Das reicht uns. Ja. Und ja, so okay, sieht hier aus. Genau, trinken wir noch Sandy. Ja. Sandy, das ist ja gemischte Fanta mit Bio. Das kennen wir ja als Radler. Auf jeden Fall ganz, ganz schön hier. Na, was will uns der Künstler sagen? Jungs, ihr seid so lustig, ja? Hier. Ja, ja. Ich will mehr. Ja, du auch, ja? Die wollen alle mehr. Ich will mehr. Willst du mehr oder mehr? Das ist echt lustig. Einfach vorbeiziehen, komm. Ja, ja. Das ist ein Er, oder? Nee, das ist eine Sie. Jetzt verlassen sie uns. Ah, da kommt noch ein Nachzügler. Der Papa. Nee. Ja, manche Leute brauchen Pickup, um anzugeben. Die anderen brauchen das wirklich, um sowas zu fahren. Schön, gell? Tja, auch solche Exemplare kann man noch hier treffen. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was das für ein Auto ist. Ist das ein japanisches Modell? Oder ist es das Lancia? Keine Ahnung, ich kenne das Auto nicht. Genau. Wenn du müde bist, kannst du dich hier ausruhen. Genau. Das ist eine Ruine von irgendeiner Burg. Ich glaube, Kreta war ja schon immer strategisch wichtig in allen Kriegen. Und hier ist es ja so ziemlich hohe Stelle, deswegen wird es hier so eine Art Wachposten gewesen sein, schon immer, ja. Ich denke, in der Nacht, wenn es nicht ausgeleuchtet ist, ist es ziemlich düster hier. Ja, gerade eben haben wir festgestellt, dass das Gebäude sieht irgendwie menschlich aus, beziehungsweise robotertechnisch aus. Ja, zwei Augen, die Nase in der Mitte und der Mund. Interessant. Ja, soll ich Sie mitnehmen? Steigen Sie ein? Ja. Guck mal, da ist der Orangenbaum. Ja, sehr, sehr schön. Und Zypern. Thank you.
Ich würde gerne jetzt mal ein kleines Fazit ziehen nach 7 Tagen auf Kreta. Es hat uns sehr gut gefallen hier. Allerdings muss man bedenken, im Oktober, das Wetter ist doch unbeständig. Wobei nicht in jedem Region. So war das in der Ortschaft Bali. Da gab es zum Beispiel ein schlechtes Wetter bzw. dunkle Wolken waren. Und wenn man ein Stück weiter fährt nach Retimno, dort schien die Sonne und es ist gar nicht so weit hier. Die Straßen sind gut, egal jetzt, ob man Schnellstraße fährt oder auch im Landesinnern. Man kann gut fahren. Vor allem sind dann die deutschen Touristen, die sehr gerne Auto mieten. Wir waren schon von hier aus gesehen, von Bali, auch die Südküste haben wir besucht. Das Wetter war dort komplett anders eigentlich. Da gab es starken Wellengang und hatte auch starken Wind gegeben, aber dafür war die Sonne da, was wir hier in Bali vermisst haben. Ja, ab und zu musste man nach der Sonne herausfahren, ja, entweder nach links oder nach rechts oder im Landesinnern. Die Region Bali an sich ist ja eigentlich ganz gut. Von der Infrastruktur, du hast alles hier vor Ort, es sind Supermärkte da. Wenn man Patamon bucht hier, dann kann man hier auch gut als Selbstversorger Urlaub genießen. Wir waren im Landesinnern, dort haben wir sehr, sehr gut gegessen. Mit einer spektakulären Aussicht auf kretischen Meer. Wir sind gespannt, wie es in den nächsten 7 Tagen uns ergeht, aber wir hoffen, dass es noch schöner sein wird. Vielleicht wird das Wetter sogar sich stabilisieren, hat man ja gesagt. Es soll noch schön werden, auf jeden Fall. Wir wollen noch baden, wir wollen noch anschauen, die Gegend erkunden, Aufnahmen machen, Drohnenaufnahmen, damit es nachher ein schönes Erinnerungsvideo bleibt. Ja. Diese Ortschaft Kodeli ist bekannt dafür, dass da sehr viele Orangen-Mandarinen sind. So fährt man hier in Griechenland, ja. Halbwegs auf dem Standstreifen, halbwegs doppelt gezogene Linie. Machen Sie aus einer Spur gleich 2. So, bitteschön, jetzt geht's mal. Auch hier überholt. Ich werde es natürlich nicht machen. So, wir kommen bald zum Herakleion. Da sehen wir gleich Flugzeug in der Luft. Tada! Da fliegt es. So waren wir auch angekommen. Nun verlassen wir die erste Unterkunft in der Ortschaft Bali und fahren zu unserer zweiten Unterkunft, Skajada Apartment. Circa 90 Kilometer nach Osten, vorbei an Heraklion, zur Ortschaft Stalida müssen wir fahren. Kajado angekommen, unsere zweite Unterkunft hier auf Kreta, will ich jetzt zeigen. Auf jeden Fall, hier ist das Wohnzimmer sozusagen mit der Küche. Alles schön modern eingerichtet, würde ich sagen, und ziemlich neuwertig vom Gefühl her. Da hinten ist Bad. Ist auch ja, renoviert, so wie es aussieht, mit ganz sauberen ja, WC und Waschtisch. Hier ist Schlafzimmer. Schlafzimmer auch mit extra Ausgang zu der Veranda. Und das ist die Veranda. Hier haben wir eine Ecke zum Essen. Schirm, Überdachung und offener Bereich, wo man sich sonnen kann, mit Liegen und die Aussicht genießen kann.
Zum Baden müssen wir dann hier die Treppe runterlaufen. Und da hinten sieht man so einen Steg. Auf diesem Steg oder nebendran kann man in das Wasser baden. Und auch dort kann man Liege, glaube ich, hinstellen. Ansonsten kann man dann ins öffentliche Strand gehen oder ähnliches machen. Mal sehen, wir werden sowieso einiges hier anschauen und schön. Skajada Apartment befindet sich am Anfang einer großen Bucht mit dem schönen Namen Malia. Die Anlage ist so geschickt gebaut, dass man von der vielgefahrenen Straße überhaupt nichts hört und sich nicht gestört fühlt. Also das Wasser ist absolut klar, ich sehe sogar die Fische. Hier kann man ganz gut schnorcheln. Das werden wir auf jeden Fall machen. Wasserqualität an dieser Stelle ist besonders gut. Hier wird sehr viel geschnorchelt. Heute ist ein schönes Wetter. Wir wollten erstmal was unternehmen und dann dachten wir, ja, wenn jetzt das Wetter so gut ist, dann machen wir eben nichts. Wir chillen, lassen uns sonnen, gut gehen. Ja, so ist es. Unterwasserwelt ist ein faszinierendes Paralleluniversum. Man muss kein großer Schwimmer sein, um es mit eigenen Augen zu betrachten. Besonders schön, wenn man es direkt vor der Nase, in unserem Fall direkt vom Apartment bekommt. So viel Spaß beim Schnorcheln wie an dieser Stelle hatten wir schon lange nicht. Und was wir gesehen haben,
Und was die GoPro aufgezeichnet hat, sehen wir jetzt. Also was man uns hier gesagt hat, das soll dieses Wasser vom Bergen kommen. Und deswegen ist dieses Wasser absolut kalt. Ich weiß nicht, das sind vielleicht so 10 Grad oder so. Das fließt dann in das Meer. Spürt man, wenn man schwimmt, spürt man diesen Unterschied. Das sind ja so Abschnitte, wo man richtig kaltes Wasser erwischt. Genau da, komischerweise, wollen auch dann die Fische suchen nach ihrem Futter.
Jetzt haben wir unser Mittagessen bestellt. Griechisches Salat, Sardinen und was haben wir sonst noch bestellt? Sardinen und einen Schwertfisch. Gestern waren wir auch hier. Die Taverne heißt Romantic Corner, also romantische Ecke. Ist ja auch wirklich schön hier. Man kann ja hier die ganze Bucht sehen. Und deswegen sind wir schon hier zum zweiten Mal. Leckeres Essen. Alles, was man will. Also, das sind die Sardinen für mich. Und das ist der Schwertfisch. Easy as pie, lemon, apple or cherry, loving you is so very sweet, sweet, sweet. How can it be such a piece of cake? And your smile is the icing, loving you is a party. It's sweet, sweet, sweet. How can it be? And you make my candy coated heart melt when you take my hand and I am under your spell. Baby, I crave your affection when I stepped in sweet confection. I need your my sugar. I'm pleased as punch, whether spiked or sparkly. You make me tipsy and bubbly. If you're dessert, I want the last course first. Oh, how I love all your candy kisses, and I'm a deep addicted. Oh, 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 I can't have just one. No. Wir erleben gerade einen Mond, das ist Wahnsinn. Ich glaube, das ist so eine Art Naturphänomen, was wir gerade beobachten. Und so sieht es aus. Kleine Fazit für heute. Heute haben wir eigentlich einen lockeren Tag gehabt, nichts unternommen, gechillt, sich gesund. Ja, und für morgen haben wir schon was vor. Wir fahren dann zur Ortschaft Elaunder. Dort wollen wir auf die kleine Nebeninsel. Danach fahren wir, denke ich mal, wieder nach Elaunder zum Essen. Oder essen wir dann vor Ort. Es gibt eine schöne Taverne. Und dann schauen wir mal, was wir dann dort unternehmen. Jetzt ist 6 Uhr. Ich bin aufgewacht und habe hineingeschaut in die Weite, Hühnerschwein. Ja, die Natur erwacht. Das sieht richtig toll aus. Morgens, wenn es nur eine Meeresbrise herrscht und das Meer ruhig wie ein großer Teich ist, wenn mein Himmel nur leicht bewölkt ist, versinkt die Bucht Malea mit den Bergen im Hintergrund in den tiefen Morgenrot. Einst mal gesehen, will man es immer wieder sehen. Das ist einmalig
und faszinierend. So sind wir unterwegs nach Elaunda oder Elonda Richtung Agios Nikolaos. Mal sehen, was uns heute erwartet, auch wettertechnisch. Im Moment sieht gut aus, durchwachsen, lässt sich gut fahren. Das ist eine Schnellstraße, die wir jetzt gerade fahren, ein Stück. Dann wird es natürlich dann auch in Serpentinen geben. Auf jeden Fall, wir sind gespannt. Sind wir jetzt auf Old Road Straße. Old Road deswegen, weil es ja eben vor den Schnellstraßen hat man hier nur mit solchen Straßen herumgefahren. Der Freund Radfahrer, die trainieren hier oder so. Ich weiß nicht, ob die Kamera das mal einfangen kann, aber die Aussicht ist von hier aus überwältigend nach unten. Also die Straßen sind natürlich sehr, sehr serpentinreich und da müsste man richtig aufpassen teilweise. Wir sind hier im Dorf Castelli. Es soll sehr typisch traditionell kretisch sein. Und wir sehen selber, dass es hier noch ziemlich ursprünglich noch bebaut und so leben auch hier Menschen. Meistens sieht man hier natürlich ältere Menschen, die jüngere werden wahrscheinlich in Hotels arbeiten. Wir fahren hier jetzt ziemlich im Landesinneren und wir fahren verschiedene Gemeinden hier durch. Sieht natürlich sehr, sehr ursprünglich aus. Ja, man lässt mich vorbei. Man lässt mich vorbei, jawohl. Elunta, doch Elunta, mit T steht da. Um uns herum sind meistens entweder Olivenbäume oder die Schafe mit Ziegen. Granatbaum. Vor uns fährt ein Pickup wie immer, ein Bauernfahrzeug. Der hat schon einiges auf dem Buckel, mindestens 30 Jahre alt. Wir haben es nicht auszuhalten, einfach hier zu stoppen und das mal aufzunehmen. Wir sind jetzt auf diese Elunta Ortschaft gekommen und sehr schön und sehr spezifisch interessante Ortschaft, also auf jeden Fall zu empfehlen zu besuchen. Ich grüße euch. Ich weiß nicht, was die Schafe hier finden zum Essen. Aber die sind ja so robust, denke ich. Es ist schon ein bisschen windig, aber das Wasser ist klar. Dort gegenüber ist diese Ortschaft Elunta und hier, wo ich jetzt gerade reinlaufe, das ist diese vorgelagerte Insel. Sie ist mit der kleinen Pfad verbunden
so dass man hier auch mit dem Auto fahren, reinfahren kann. Da fährt jetzt mal ein Boot raus. Diese Ortschaft ist so spektakulär, dass viele Hobbyfotografen und Videofilmer sind dann hier unterwegs mit ihren Kameras, wollen hier alles festhalten. Ist auch schön mit diesen leuchtenden Farben, blauer Himmel, wie bestellt. Sehr, sehr schön. Also das ist wirklich lohnenswert, hierher zu kommen und zu schauen. Der Parkplatz ist hier riesig, das für die Saison reicht wahrscheinlich für viele, viele Fahrzeuge. Ich sehe gerade im Hintergrund auch wieder die Schafe. Spinalonga, so heißt der Archipel, welche gegenüber der Ortschaft der La Unta vorgelegen ist. Spinalonga ist nicht bewohnt und zählt mit der La Unta zur Gemeinde Agios Nikolaos. Man kann die Insel entweder mit dem Auto oder mit dem Boot und natürlich zu Fuß von der La Unta problemlos erreichen. Sollte man mit dem Auto nach Spinalonga kommen, so kommt man nur bis zu dem Parkplatz. Danach geht es nur mit Wanderwegen weiter. Wir stehen gerade auf der anderen Seite von dieser vorgelagerten Insel, auf der östlichen Seite. Wir wollen jetzt den Strand finden, das auf der Karte markiert ist, ausgezeichnet als offizieller Strand. Das wollen wir jetzt finden. Als Fußgänger, da kriegt man das ja nicht so schön alles mit. Da guckt man links und rechts, aber mehr auch nicht. Also lassen wir dann die Drohne hochsteigen. Die meisten Menschen, die Spinalonga besuchen, sind hier wegen der Wasserfarbe, aber vor allem wegen der Abgeschiedenheit. Vorausgesetzt, die Boote verkehren nicht und bringen nicht die Menge von Touristen, die das Ganze überfüllen.
Noch eine interessante Sehenswürdigkeit ist eine Insel im Norden von Spinalonga. Hier befindet sich ein ehemaliges und sehr geschichtsträchtiges Kloster, Caledon, das auch den gleichen Namen der Insel gegeben hat. Im Hintergrund sind die Touris. Die kommen mit Booten hier von der Launta. Von der Launta. Noch vor 10 Minuten war hier alles idyllisch. Jetzt sehen wir so viele Touristen, gebracht durch dieses Schiff. Nostos Cruces. Kleine Fazit für heutigen Tag. Ja, ich habe ein paar Flüge unternommen, ein paar Touristen verscheucht mit meiner Drohne. Das war okay. Morgen wollen wir dann einen Ausflug machen Richtung Süden. Da fahren wir zunächst zu Agios Nikolaos und nach kurzem Boxenstopp fahren wir dann weiter an diese schmale Teile von Kreta, circa 15 Kilometer runterwärts nach Lera Petra, und schauen wir dort die Südküste vor Ort an. Für heute ist dann Schluss. Gehen wir am besten gleich ins Bett, damit wir morgen früh fit sind. Ja, gute Nacht. Wir sind in Agios Nikolaos, in unserem Zwischenstopp. Laufen wir hier gerade, um etwas zu sehen, und sind gelandet in dem Hafen oder eine Art Lagune für die Yachten. Okay. Ja, dann können wir hier die Treppe hoch. Also diese Blume, die riecht so gut. Das muss man wirklich gerochen haben. Ich denke, ich quatsche wieder mal ein bisschen. Also wir sind hier in Agios Nikolaos, laufen schmalen Straßen
zu so einer Lagune. Wir wissen aber nicht, ob wir richtig laufen oder nicht. Ja, ganz schmale Straßen und viele Autos. Leider zu viele Autos. Weiter. Und ich glaube, wir haben es gefunden. Also, was kann man sagen zu dem Magius Nikolaus? Ganz nette Stadt. Das ist ganz nette Stadt, ja. Da fehlt allerdings die historische Altstadt, weil die Stadt eigentlich gewachsen in den 60er Jahren aus einem kleinen Fischerdorf gewachsen zu der touristischen Hochburg, kann man sagen. Nichtsdestotrotz ist es sehr, sehr interessant, weil die Lage von dem Magius Nikolaus ist sehr, sehr schön gelegen. In den Lagunen verschiedene natürliche Hafen und natürliche vorgelagerte Inseln, Felsen. Sehr, sehr schön. Also auf jeden Fall lohnt sich hier, mal einen Besuch abzustarten. Genau. I can see. Mal ganz oben in dem Café mit einer tollen Aussicht und haben ein paar süße Stücke bestellt mit viel Liebe zum Detail. Schön. I can see. Unterwegs zu der Südküste durch die Kretas schmale Talie halten wir an der Stelle, wo wir ein Appartement zuerst gebucht und danach storniert haben. Der Hauptgrund der Stornierung war die laute Straße, die vor dem Appartement liegt. Jedoch die Aussicht wäre grandios. Also wir stehen hier bei den Istron Homes Appartement. Das haben wir zuerst gebucht und dann haben wir uns richtig informiert und geschaut, dass hier eine ziemlich laute Schnellstraße vorbeiführt und umgebucht. Ja, das war auch richtig so. Aber hier ist natürlich die Aussicht schon grandios. Und dort im Hintergrund, das ist dann Agios Nikolaus. Da waren wir gerade. Und das Wasser ist ganz klar hier. In Lehrer Petri auch. Lehrer Petra, muss man ja sagen. Warum sage ich immer Lehrer Petri? Ja.
Wir sind hier in einer Taverne Napoleon. Warum Napoleon? Weil hier angeblich Napoleon schon auch mal gespeist hat. Auf der Einladung. Genau. Und ja, das ist im Prinzip egal, aber wir haben noch mal gehört und denken, ja, da müssen wir vielleicht mal hin. Ja, okay, schauen wir mal an. Ein Stück weiter, ein paar Buchten, und dort ist sehr windgeschützt, sandige Strände. Bartoli Wadi Beach. Wir sind mal endlich im Süden angekommen, auf dem Strand, auf so einem No-Name-Strand, wissen wir gar nicht. Das heißt, das ist, denke ich mal, Levadi Beach. Levadi Beach. Okay. Wir bleiben hier noch eine Weile, vielleicht eine Stunde, und dann machen wir uns auf den Weg Richtung Norden, in unser Apartment in Scajado. Aber wir waren froh, dass wir hier die Südküste auch gesehen haben. Und das ist jetzt noch zum Schluss für uns. Super Wetter. Okay, wir genießen weiter. Habt ihr das gehört? Diese ganze langen Namen von den Straßen. Das muss man sich alles anhören. Das langsam nervt es. Und zum Schluss abbiegen. Oder so. Ja. So, nun ist unser Urlaub zu Ende. Da will man auch was dazu sagen. Bis Ende Oktober kann man hier auch noch richtig gutes Wetter genießen. Auch baden. Kann sein, dass jetzt das Wetter umschlägt. Aber wie gesagt, heute ist der 24. Oktober und ist immer noch sehr warm draußen. Ich würde sagen so 26 Grad. Das Wassertemperatur ist sehr angenehm. Wir haben diesmal extra zwei unterschiedliche Ortschaften gewählt, um Kreta etwas mehr zu sehen. Wir verlassen Kreta mit einem sehr, sehr guten Gefühlen, haben vieles gesehen. Vielleicht rede ich jetzt mal zu viel, weil wir zum Schluss ein bisschen Rakı getrunken haben. Ganz lustige Stimmung herrscht hier. Und deswegen in diesem Sinne, tschüss.
Insel Kreta ist so groß, dass man es auf keinen Fall in 14 Tagen erkunden kann. Wichtig ist, dass man mit einem positiven Gefühl und geweckten Neugier aus dem Urlaub kommt. So bekommt man mehr Lust auf Kreta.